Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play House Flipper. Ja, letzte Aufnahmesession ist mir hier OBS abgeschmiert und ja, da ist mir eine ganze Folge jetzt irgendwie ausgefallen. Naja, zum Glück habe ich in der Folge nicht viel gemacht, da haben wir immer noch Rex. Und wir waren ja da in dem einen, hier diesen Kleingarten da, was wir jetzt machen wollten. Würde ich sagen, wir gehen da jetzt auch mal hin, dann zeige ich euch auch, was ich da gemacht habe und so weiter. So sah das ja vorher aus und ja. Und das habe ich jetzt bisher hier gemacht. Ich hatte ja angefangen gehabt, hier die Paneele hier dran zu machen. Rasen haben wir ja gemacht gehabt. So, ich habe hier einen Kinderspielplatz eingebaut, den Sand hier hinzugefügt. Zwei Teiche, so eine Windmühle. So, hier den Schuppen habe ich denen auch noch gegeben gehabt. So. Hier haben die einen Kübel bekommen gehabt, einen Komposthaufen. Hier den Mast konnte ich nicht fällen, leider, aber naja. Ich habe denen hier auch noch so einen Pool hingegeben. So kann man hier so reinspringen. Und ja. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was genau jetzt mit OBS los war, dass ich jetzt irgendwie da abgeschmiert bin. Ich versuche das auch wieder so hinzukriegen wie vorher. Aber ich würde sagen, auch für heute erst einmal machen wir das hier fertig. So, und ja, jetzt erstmal überlegen, was machen wir denn hier überhaupt als nächstes. Fußballfeld haben wir da, dann würde ich sagen, wir machen hier den Boden auch ein bisschen anders. Bodenbedeckungen, dann würde ich hier Kies und Streugut, wahrscheinlich eher Borke, bunter Kies. Nee, keinen Sand. Abholzen auch nicht. So, dann würde ich ja sowas nehmen. Ja, da geht bestimmt auch kleinste. Nee, vielleicht finden wir was Besseres. Zweifarbiger Kies. Nee. Einfarbiger Kies. Und dann kleinste. Sowas. Ja, egal. Nee, das ist zu gefährlich, wenn Kinder dann da so spielen. Dann gibt's hier. Nee, irgendwie können wir da. Nee, das geht. Dann würde ich sagen, vielleicht machen wir was anderes. Konstruktion, was gibt's denn hier alles? Schwimmbecken mit Gegenstrom. Ja, sowas brauchen wir nicht. Ne, sowas brauchen wir auch nicht. So. Dann gucken wir uns mal Lichter an. Was gibt es denn hier für Lichter? Oder Pflanzen. Pflanzen wäre auch mal eine Idee. Ziergräser, tropisch, Nutzpflanzen, Nadelpflanzen, Laubpflanzen, Blühpflanzen. Oder sonstiges. Ne, da haben wir schon alles. Dekorationen. Ja, komm, sowas wäre nicht schlecht. Machen wir dann. Ja, komm, machen wir hier so eine Stelle. Da kann man sich drum herum setzen. Lass mich hier auf Möbel gehen. Sofas, nee. Bänke. Komm,
Sowas ist nice. Da kann man sich hier hinsetzen am Feuer. Dann könnte man hier vielleicht doch so einen Kieselweg machen. Ja. Komm, wir machen hier einen Kieselweg. Oh. Jetzt verstehe ich das, glaube ich. So, da müssen wir hin. So, das muss reichen und dann. Und dann hier so. Ah, ich glaube, ich nehme eher vielleicht den hier. Nee, das Runde ist mir lieber. So. Ah, sieht meiner Meinung nach gut genug aus. Muss ja nicht überall gleichmäßig breit sein, aber ist gut genug. Und dann würde ich sagen, hier raus. Ja, ich glaube, hier machen, bauen wir mal. Ne, warte mal. Ja, ich würde sagen, bauen wir hier eine Wand an. Und hier bauen wir auch nochmal eine Wand an. Und hier. Hoppla. Ja, das müsste passen. Und dann. Nee, das war falsch. Hier, Stürze. Ja, bauen wir hier nochmal ein Stück Wand. So, und dann können wir hier. Tür hinbauen. Ja, ich glaube die machen wir aber weiß. Boah. Und hier auch weiß. Ja, passt doch optimal. Dann ist das hier. So für die Wände.
Hier nehmen wir dann Fliesen. So, haben wir hier irgendwas? So, oder komm, wir nehmen das. 1, 2. Müsste hoffentlich reichen. Und dann hier. Ja, könnte vielleicht sogar schon knapp sein. Oder? Ne, passt perfekt. Genial. Dann machen wir hier für Böden und Decke. Für die Decke nehmen wir das. Ja. Und für den Boden würde ich naja, das wäre für die Decke viel, viel geiler. Ja, passt für die Decke viel, viel besser. Und dann für den Boden, komm, nehmen wir das. So. Ja, dann machen wir hier noch ein paar Anschlüsse ran. Installation. So. Für die Toilette bauen wir hier eine Installation an. Da kommt die Toilette hin. Und dann brauchen wir noch ein Waschbecken hier. Badewanne, Dusche. Ja. Für Toilette, wo haben wir Waschbecken? Der Spüle da. Spüle machen wir hier. Dann ja, ein besseres Klo brauchen wir jetzt für hier nicht. So. Und dann noch ein Waschbecken. Da. Komm, da nehmen wir sowas hier. Achso, muss ich erstmal abmachen. So, machen wir direkt da dran. Ja. So, dann haben wir das auch. Da kommt hier noch ein Spiegel hin. Dekoration, Spiegel. Ja, so was würde gut aussehen hier. Oder doch nicht, das ist ein bisschen zu groß. Ein S. Ja. Hier. Dann noch Klopapier brauchen wir. Hängende Deko. Boah, sowas würde nice aussehen. Warte mal. Oh, hier muss ich ja noch zu Ende streichen. Egal, machen wir erstmal. Oder gibt es hier noch andere? Der wäre direkt für hier. Ah, ist aber ein bisschen zu. Gibt es hier noch einen kleiner? Ja, hier. Perfekt, aber Farbe wollte ich weißes Holz. Genial. Genial, dass es sowas jetzt gibt. So, hier auch weißes Holz.
Dann brauchen wir hier noch für Innenecke. Dann noch für die Innenecke. Dann noch für die. Da nehmen wir mal das kleinere. So und so. Dann brauchen wir noch das kleinere für die. Hoppla, da war ein Ruckler. Und so. Wenn wir das da verkaufen, schnell eine Tür. Komm, hier nehmen wir mal sowas. Kühle Eiche. Ja, komm, weißes Holz. Weiß. Material. Komm, wir nehmen sowas. Metall nehmen wir was Helles und. Ja. Und rein. Optimal. Dann. Nochmal zurück, da hatten wir die Dinger hier gekauft gehabt, dann nehmen wir den wieder. Der wird da nicht passen, aber hier. Und dann brauchen wir nochmal die kleinere Variante davon. Wo gab's denn die? Unter Dekorationen. In der Deko. Ja, hier. Nehmen wir mal das. Ja, hier wird der passen. Und hier. Da brauchen wir mal den anderen, den hier, würde ich sagen. Jo. Ah, hier brauche ich doch einen größeren. Beziehungsweise jetzt wieder den kleineren. So. Jetzt brauchen wir aber wieder Wandfarbe. Wände, Farben. Da hatten wir das hier genommen. Da wird das hier reichen. Und dann streichen wir hier weiter. Und das reicht. Das war's. Ich würde sagen, da machen wir dann mal vielleicht irgendwie einen kleinen Sessel. Obwohl hier so eine kleine Küche. Stehende Küchensets. Brauchen wir was ganz, ganz Kleines hier. Komm, sowas. Müsste da doch passen, oder? Nee, tut's nicht. Da muss es so wahrscheinlich passen. Ja, so passt es. Dann haben wir hier halt so eine ganz, ganz kleine Küche. Und hier dann können wir. Nee, nicht Badezimmer. Büro, hatte ich gedacht. Hier so ein Regal. Statt ein Sessel.
So, das müsste dann reichen. Und ja, wisst ihr was? Ich denke, dass mir hierfür jetzt auch nichts mehr einfällt und dass wir das hier dann am besten verkaufen könnten. Reiche einen Garten zum Wettbewerb ein, versteigere das Haus. Komm, wir versteigern das. Du hast am Garten Wettbewerb. Achso, hier. Stunde 33 haben wir daran gebraucht. Leider eine halbe Stunde habt ihr davon nicht mitkriegen können, wieder mal. Aber ey, das wird. So, komm, wir gehen mal zum Gartenwettbewerb. Amerikanisch, traditionell, englischer Garten, modern, japanisch. Oh ne, wir machen modern. Ja, okay, schade. Oder komm, wir versuchen mal. Ah! Wettbewerb ändern. Egal, dann versteigern wir das. Zur Option freigeben. Was? Ne. Wir verhandeln. Minimum. Komm, wir sagen so viel. Ja, immerhin haben wir 800 Gewinn gemacht. Ja. Dann Angebot annehmen. Ja Mann, Erfolg, Family Man. Nice. Jo. Na, Rexy? Ja. Hey. Komm. Komm, Rexy, wir spielen wieder, ja? Und hol. Ja, komm. Und geh zum Nachbarn. Hä? Ja. Ich würde sagen, wir schauen uns aber mal an, was wir vielleicht. Oh. Achso. Lichter kann ich anmachen. Nice. Ich würde aber sagen, wir schauen uns mal an, was wir vielleicht noch als nächstes machen könnten. Und ja. Ich hoffe, dieses Mal sind es auch dann ohne Freezes. Ich würde sagen, wir machen mal wieder was Normales ohne Garten. Betreff Haus zur Renovierung. Hallo. Nach dem Tod meiner geliebten Frau habe ich unser altes Haus verkauft. Es waren da zu viele Erinnerungen, deswegen habe ich ein neues gekauft. Das müsste renoviert werden. Erst einmal muss man aufräumen, dann die Heizkörper anbringen. Ich habe keine Kraft mehr und möchte so schnell wie möglich aus dem alten Haus ausziehen. Das Leben dort ist zu schmerzvoll für mich. Doch um auszuziehen, müsste das neue Haus fertig sein. Zusammen mit mir werden meine beiden Töchter dort leben. Streichen Sie bitte die Wände in Ihren Zimmern mit hellblauer Farbe. Das ist Ihre Lieblingsfarbe. Bitte beeilen Sie sich. Erik Sobel. Komm, den akzeptieren wir mal, ja? Machen das Haus dann schön fertig. Sieht auch an sich schön aus.
So, aber wie immer fangen wir erstmal draußen an. Ich bin aber auch übelst dankbar, auch wenn das nervt, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, hier draußen im Garten auch mal vernünftig zu machen durch den DLC. Denn vorher war das ja das unmoralisch. Ach so, okay. So. Neuer Fertigkeitspunkt. Nice. So. Das war's. Hier haben wir nichts mehr offen. Hier nur noch eins, zwei Häuser oder Aufträge beenden. Geil, dann haben wir das durch. Hier noch zwei Wände bauen. Okay. Hier noch 17 zerstörte Elemente. Okay. Ansonsten, ah, und hier noch 1063 mal aufräumen. Gut, das werden wir wahrscheinlich heute sogar noch schon fertig haben. Ah, da ist noch ein Löwenzahn und hier. Dies machen wir noch weg. Oder weißt du was? Wir machen direkt wieder so. Ja, nice. Wir können ja richtig schnell fahren damit. Aua. Nio. Das ist ja richtig nice. Steuerung ist zwar immer noch nicht so die geilste, aber ey, das. Das bockt übelst, mit dem Ding jetzt Rasen zu mähen. Sehr übelst geil. Da haben wir noch ein bisschen was. Da. So, und jetzt ist noch da weg. Und hier. Ist auch nice, dass ich da einfach so durch den Zaun hin kann. Ich frage mich, warum ich jetzt hier rechts kein Geld dafür verdiene, dass ich hier seinen Rasen mache. Das ist ja Arbeit, die ich hier leiste, ja. Das möchte ich auch gerne bezahlt bekommen. So eine Rasenrasur, die ist nicht billig. Das ist alles professionelle Arbeit hier. Dann hier noch. Und dann sind wir gleich fertig.
Und das war's. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir, wie es weitergeht. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst und ciao.